Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Stream mit Pascal. Und ja, ich würde sagen, let's go. Okay. Ja, und was willst du bauen? Du bist recht leise, kommt mir so vor, aber vielleicht muss ich. Ja, warte, ich kann mich auch lauter machen. Soll ich mich lauter machen? Ja, wäre gut. Gut, dann. Besser? Besser? Ja, gut. Ja. Und der hat ja da so Nebel drin. Ja. Ich würde den knapp als so Nebel nehmen. Ja. Und dann weiß Gras und dann so weiß Glas. Und dann? Welche Sachen? Dein Haus oder was? Und die willst du dann alle mit. Ja, aber aber wenn du das Lager baust, das musst du dann ja irgendwie vernetzen. Warte mal kurz, ich muss mal Lichter machen. So, gut, let's go. Ich bin auf dem Server und du? Ah, auch. Gut. Bei mir bist du schon da. Oh, Rotz. Jo. Und ich baue, genau, mein Haus real und dafür brauche ich sehr viel Concrete, tonnenweise Concrete, und ich würde sagen, wir sponsern uns so ein bisschen. Okay, und du brauchst wahrscheinlich sehr viel Glas. Ja, sonst siehst du ja auch, warst du hier in der Mine oder was? Aber bei mir ist es irgendwie... Bei mir ist es irgendwie so dunkel. Ich habe übrigens auch gefallen, irgendwann rausgekommen, weil einfach meine Fahrt. Hast du noch eine Fackel vor mir? Oder warte ich habe mir... Ja, gut. Thank you. Options, Video Settings. Ja, okay. Options, Video Settings, Shaders, BB. Warum? Ist das schlimm? Why? Warum? Ich weiß. Aber du weißt jetzt, was ich vorhab, und da hätte ich vielleicht gesehen, dass du komplett abholzen. Ja, und dass du dein Haus dazu zu sagen auf eine weiße Insel stellst. Oh! Warte mal kurz, Options. Ich muss mal ein bisschen was in den Options bei mir verändern. Options, Video Settings, Video Settings, Shaders. Vielleicht weißt du es schon, ich habe meinen ganzen PC neu aufgesetzt. Aber auf jeden Fall, das war die reinste Rotze und Qual. Ich habe meinen ganzen PC neu aufgesetzt, alles so installiert, und deswegen sind jetzt halt alle Einstellungen weg, aber boah, Digga, mit Shader zu spielen, das ist der reinste Krampf. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es laggt, aber es ist halt. Und die Sache ist die, wenn du ein richtig geiles Texture Pack hast,
dann brauchst du keinen. Wenn du ein richtig geiles Texture Pack hast, brauchst du einfach keinen Shader mehr. Ich habe mir eins selber gemacht. Und wenn man sein selbstgemachtes Texture Pack nicht geil findet, dann weiß ich auch nicht. Oder? Ja, weißt du, soll ich dich spoilern? Nee. Ich arbeite schon an dem nächsten. An einem kompletten Pack. Also halt ohne Blöcke ausgenommen, aber an einem kompletten Pack. Ohne Blöcke halt, aber Tools, alle Tools. Und daran arbeite ich halt, eins zusammenzustellen. Erstens aus dem Internet gedownloadet Packs. Und B, einfach Texturen selber machen, ja? Darf ich dich mal stören? Was? Konstantin? So, Alter, mein Minecraft crasht schon wieder gefühlt. Ja. Und du weißt, was ich als Projekt vorhab. Wie? Bis zum Bedrock. Und wie viele Chunks? Ups. Also, allein ein Chunk ist schon sau viel, ne? Alter, meine Mutter hat irgendwas. Warum? Und Andi sieht. Woraus? Granit? Oder? Ja, also nur mal so eine. Was? Ja. Ja, also ich würde sogar, weil mein Haus, da muss ich halt bei Google Maps dann gucken, wie fett unser Haus ist. Oder, ja, aber. Es wird schon groß werden, denke ich mal. Ja, jetzt guck doch mal, wenn du gemeinen Spectator, die Frage ist die, wo willst du dein Haus bauen? Willst du das hier in dem, willst du das in dem Zauberwald hier bauen oder in dem anderen? Ja, weil die Sache ist die, ich würde lieber hier vorne, wie gesagt, auf diesem Birkenberg hier bauen, aber der wird safe zu klein sein. Das heißt, ich muss hier, wenn dieses ganze Loch auf Terraform. Aber das ist kein Problem, wenn du guckst bei mir. Ja. Ja. Und
Wie? Eine Insel. Also ich eine fliegende Insel. Nee, auf diesem Loch dann sozusagen eine Insel wie im Ozean. Nur dass der Ozean halt dieses Loch ist. Und da willst du dann dein Haus drauf bauen? Nee, da willst du dann nicht. Weißt du, aber dann wird. Was? Die Sache ist die, weißt du, wie groß denn das Loch sein muss? Weißt du, weil die Sache ist die, wir könnten es dann sogar so machen, dass wir einfach ein bisschen mein Haus umfunktionieren und einfach mal unseren Keller als Lager dann nehmen. Ja, aber die Sache ist die, wir müssen das dann so machen. Ich muss aus meiner Base Items nach oben transportieren können und du von deiner, naja, nach unten müssen wir ja nicht, wenn das Lager oben ist. Also ich muss von meiner Items hoch transportieren, aber ich brauche dann wieder Energie von dir bei mir nach unten in meine Base. Das heißt, wir brauchen dann quasi so ein, ja, Dings. Das. Denke ich auch nicht. Also die Sache ist die, also das Loch muss mindestens 6x6 Chunks groß werden. Wie viele? Ja, okay, dann 10x10 Chance, oder? Sind 10x10? Sind 10x10 Chance schon zu viel? Wo bist du denn gerade? Nö. Doch, hi. Ja, okay, also mindestens ist 10x10 Chance, ne? Weißt du, wie viel das ist? 17. Ja, okay, dann machen. Was? Konstantin. Ich hätte gerne Antwort. Warte, meine Mutter hat gerade was. Create Bohrer, TNT-Tuber. Kein Problem. So, dann machen wir das so, oder? Ja, wie wir es jetzt geplant haben. Oga? Ja. Ja. Das weiß ich nicht. Also, eine Etage, sagen wir mal so, eine Etage ist ja normal in einem normalen Haus 2,50 Meter hoch. Bei uns zumindest. Das geht aber nicht mit Beton. Das heißt, wir nehmen pro Etage 3 Blöcke. Das heißt, wir haben Praxis. Also was oben drauf kommt, ist Praxis. Also 6,
Zwischenboden nehme ich auch noch. Was? Ja. Welche Wände? Gibt's bei Create nicht, oder? Wir haben doch die Quark-Mod dabei, ne? Gibt's da nicht halbe Quarz-Betonstufen? Nee. Warum gibt's keine Betonstufen? Hä? Oder? Ich denke eher nicht. Also kann... Mal guck mal. Allein wenn wir pro Etage 10 Blöcke rechnen, was schon übertrieben ist, da kommen wir bei 30 Blöcken raus. Also rechne einfach, dass ich ungefähr 40 Blöcke brauche. Hoch. Also, aber ich muss in die Insel dann noch reinbohren können, eine Etage, ne? Kriegen wir hin. Ja. Also ich weiß selber nicht, wie groß das Haus wird. Am Ende ist das einfach so. Buff. Gut. In meinem Haus werden auch keine Mobs spawnen. Ja, leuchten mal aus. Aber Enderman XP Farm ist auch Standard, ne? Im End, ja. Ohne Gold. Nein. Welche mit Portalen oder die andere im Nether? Ich baue die nicht. Ich würde sagen, ja. Ich würde schon sagen. Wir placen die Schematik dann im Creative, dass die Bells nicht kaputt gehen. Gut, noch besser. Das ist ja quasi wie Klon-Command oder so, ne? Glaube ich auch nicht. Ja, okay, die Sache ist die. Könnte ich mein Haus, also nur so Frage, könnte ich nicht mein Haus Rohbau vorbauen in der Map und die dann mit einer Schematik importieren? Also Rohbau nur, also das Äußerste vom Äußersten mit Concrete und allem. Weil im Creative ist das halt, aber im Creative ist das halt einfacher. Hm? Okay, ja. Ja. Aber so viel Gunpowder frisst das ja nicht mal. Aber am leichtesten
Nö. Eine Concrete Farm. Wollen wir nicht jetzt hier noch das Plugin von Basti GHG auf den Server machen? MLG Challenge? Wenn wir sterben, müssen wir die Map resetten. Jede 10 Sekunden in MLG. Ich. Ja, klar, war ein Spaß. Okay, dann soll ich schnell das Haus Robo bauen? Im Creative. Na, haben wir noch eine Map? Und was? Ja, und wie? Wann? Ja, okay. Hab was gebaut. Guck mal, was ich gebaut habe. Was ich gebaut habe. Kannst du es lesen? Von der Seite musst du gucken. Hier ist ein Q für Q-Opas und da ist ein B für Blitzrahmen. Wenn man im Mining. Warum? Wollen wir Mining Session machen? Und was? Was ist denn das? Wie? Ich hab kein Holz. Doch, ich hab Holz. Warum? Und da lief er davon. Ich sehe dich. Nee. Warum? Wir haben kein Ozean in der Nähe, bis auf hier. Music.
Wir haben kein, wir haben hier ein Witch-Haus. Ja, soll ich mich einfach mal random irgendwo hintippen auf der ganzen Minecraft-Map? Und wenn ich dann in einem Ozean bin, was krieg ich dann? Okay. Okay, warte, ich bin unendlich viel. Ich werde den Kraftwerk foltern. Meinst du, ich krieg dein Kraftwerk kaputt mit der Energie? Das heißt, wie viele Stress Units? Warum? Warum soll er laggen? Zur Not machen wir ein bisschen mehr RAM. Zweiter Versuch. Hä? Ja, ich kann mich halt nicht random tippen, weil ich mich immer in geladene Chunks tippen muss, die ich schon mal irgendwann geladen hatte. Ich hab'n Ozean. Wo bist du gerade? Schick mal deine Koordinaten. Kannst du nicht im Waypoint machen und in den Teilen? Weiß ich nicht. Kommst du vielleicht mal kurz mit raus und guckst nach dieser Kamera? Was soll ich jetzt gucken? Okay. Dauert noch. Ja, ist an. Ich verstehe jetzt immer nicht, was du vorhast. So, pass auf, ich mach M. So, dann Waypoint. New Waypoint. Okean. Kolori. Erstens reicht der Empfang aus und zweitens nee, gelb. Wird dann derjenige noch gefilmt, der auf dem Ikon oder eben nicht, wenn ich hier jetzt über die Tür hänge. Und ich kann nicht alleine dieses Ding hochhalten und diese Tests machen. Das geht nicht. Nö. Nein, eben nicht. Wenn du die ein bisschen schräg nach unten richtest, hast du vielleicht gerade Icon Boot. Das kommt ja auch auf den Winkel an. Indem du das Ding auch. Rot. Hier, ich schere in dir das ist meinen. Das ist im Garten da. Share to. Warte, M. Waypoint. Share everyone. Ja. So, bitteschön. Wo bist du denn gerade? Wo bist du? Elf Jahre und zwar mit einer der jüngsten Darstellerinnen in unserem Countdown.
Also hier habe ich getestet. Nein. Kann man die Skalierung dabei irgendwie ändern bei der Map? Das geht bei mir nicht, weil auf Y dieses Mentor von Create ist oder Quark. Dann muss ich Controls. Y ist Zoom. Dann mache ich den Zoom jetzt auf SZ. Ah, oh, Minecraft crasht. Ja, jetzt sehe ich kein Koopas mehr. Schrei mal! Alter. Ich muss kurz Options. Enable Cave Mode, ja. Radar. Show. Show. Wo ist er? Aber gleich zur Abschreckung. Kannst du ja überlegen, ob du ein bisschen weiter nach links hängst. Enable Cave. Ich hätte auch schon vorher gedacht, du dann auch nicht auf einer im Badezimmer einsteigt. Alter, wo ging das? Der erstmal dahergelaufen ist. Ja, dann hättest du noch die Möglichkeit, dass dabei nicht bei den Scheinwerfern. Siehst du mich? Bei den Hochbeleuchten. In der Garage. Ja. Alter, wo kann man die Mobs ausstellen? Nee. Sei ja. Im Vergleich zu, du siehst gar nichts. Also das muss man sich halt überlegen, weil auch wenn ich habe ja auch für die Kameraausgaben zu sehen, wenn jemand zumindest vor der Tür steht. Weil könnte man das machen. Siehst du, dass ich gesehen habe, dass du mich gesehen hast, wo ich da davor stand? Hä? Also gut, das muss ich alles machen. Jetzt muss da jemand zu greifen, den ich draußen hier habe. Das ist die Springerlage. Pascal, wie geht das? Dann hast du aber den Boden. Dass man nur, also dass man die und die Mobs nun sieht. Also quasi die friedlichen Mobs nicht sieht. Ja, das hatten wir doch irgendwann mal eingestellt. Machst du das? Wahrscheinlich über die
Ach, was? Was ist denn der Text? Keine Ahnung. Ich habe den Text Schande hier. Oder Schande Leier. Auf Deutsch. Was? Schande L-I-R. Kein Dienst mit Kerze. Kein Dienst mit CH. Ich sag mal so, Heimwerken mit Tine Wittner sieht anders aus. Neben diesem Muskelsprotzen wird Feature-Gast High-Dollar sein. Nachgucken. Und dabei ist er doch so ein knallharter Mensch. Euch doch. Hier ist Work from Home von Bettharmony und High-Dollar sein. Ja, immer mit CH. Pendel schreibt auf. Pendel-Leier. Und was soll das dann bitte sein? Warum zeigen Sie da ein Mädchen, was wahrscheinlich 12 Jahre alt ist oder 11, in einem fleischfarbenen Kostüm, was sich dann da so rumrammelt? Aha! Na, ich bestimmt nicht. Ja. Ja, wenn das Erwachsene sind, ist das ja auch okay. Lassen. Da siehst du doch, dass diese Person so eine Falle hat. Partygirls werden nicht verletzt. Kann nicht fühlen, wann werde ich lernen? Ich drücke es runter, drücke es runter. Ich bin derjenige für eine gute Zeit anrufen. Das Telefon explodiert und klingelt an meiner Tür. Ich fühle die Liebe, fühle die Liebe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, trinke. Das gleiche noch dreimal hintereinander. Wirf sie zurück, bis ich die Zählung verliere. Ich werde vom Kronleuchter schwingen. Vom Kronleuchter, ich werde. Wo bist du gerade? Gäbe es morgen nicht, als ob es nicht existiert. Ich werde wie ein Vogel durch die Nacht fliegen. Fühle meine Tränen, wenn sie trocknen. Ich werde vom Kronleuchter schwingen, vom Kronleuchter. Aber ich halte mich für mein liebes Leben fest. Ich werde nicht nach unten schauen. Ich werde meine Augen nicht öffnen. Halte mein Glas bis zum Morgen nicht voll, weil ich mich heute Nacht nur festhalte. Ist doch hell. Halte mich für mein liebes Leben fest. Ich werde nicht nach unten schauen und werde nicht meine Augen öffnen. Ich halte mein Glas bis zum Morgen voll, weil ich mich nur für heute Nacht festhalte. Für heute Nacht. Die Sonne geht auf, ich bin ein Chaos. Ich muss jetzt raus, ich muss davonlaufen. Hier kommt die Schande, hier kommt die Schande. 1, 2, 3, richtig. Und so weiter vom Kronleuchter. Ich werde so leben, als gäbe es morgen nicht, als ob es nicht existiert. Ich werde wie ein Vogel durch die Nacht fliegen, fühle meine Tränen, wenn sie trocknen. Kronleuchter, tralala, ich werde meine Augen nicht öffnen, heute Nacht Feldzeit, Glas wird morgen nicht voll. Warum ist Peaceful an? Ist sie da?
Achso, stimmt. So, was machen wir jetzt? Wollen wir eine Mining Session? Was? Ja, also eine Mining Session. Ja, was Mining Session? Ich kümmere mich darum, dass wir einen Placeburner bekommen. Warum? Weil wir die dann kaufen. Auf welcher Höhe soll ich Mining betreiben? Warum? Ich hab kein Obi-Coin. Ja, okay, ich kann es auch mal wenn wir ausmachen. Doch. Ich sehe bei mir. Dann musst du Options, Video Settings und dann Brightness und dann auf Bright. Mach doch einfach Brightness auf Bright. Also, ja, okay. Dann musst du das Display vom Laptop heller machen. Nein! Boah. Was machst du? Ach so. Aber das dauert doch keine 10 Stunden. Und wir wollten doch möglichst wenig cheaten. Doch. Gamma Bert ist kein Cheating, aber euer Night Vision schon. Ja, mach doch. Ach, hier. Die Dänen haben angefangen, den Tunnel zu bauen, gell? In diesem Boxby-Hafen, in diesem Kraft. Wo nachts die Wehrwürfe laufen. Okay, ich komme mein Gamma-Wert auch schnell hoch. Da kommt der Tunnel an. Die wollen wahrscheinlich einen sozusagen unermesslichen Aufschwung da erleben. Damit kann man nicht hacken. Die kriegen da jetzt eine Betonfabrik hin und so ein Fraß. Gamma. 1.0, 100.0. Job, Job, Minecraft. Und was sonst? Ja und? Ja, aber die Deutschen haben noch einen anderen. Wo ist da der Unterschied? Ja, aber was soll das denn bringen? So viele Leute machen doch da gar nicht hin und her. Ja, und dann rattern die alle durch Fehmarn durch. Wie würdest du denn diesen ganzen Verkehr da auf diese Straße legen? Weißt du, dass das für ein Chaussier ist? Da können die da auch erstmal eine vierspurige Autobahn hinbauen. Mit Gamma Wert. Hey. Ja. Alter, ich mache jetzt mit Gamma X-Ray Digi. Die müsste dann da oben auch ausgebaut werden. Die ist ja auch nur zweispurig. Die fahren ja jetzt hier, die dort hin wollen. Entweder dann mit der Fähre. Ja, weiter. Östlich, ja, noch Schweden rüber oder müssen über Schleswig-Holstein, Flensburg, da oben gibt es noch einen Übergang, nachdem wir machen, über den Markt.
Aber dann kommen sie nicht auf diese Insel. Auf dem Mixmus. Inzwischen sind wir bei Platz 26. Und der geht mehr als verbindet an eine Künstlerin, die nicht nur weiter bis nach Malmö. Hallo? Auch. Nach Malmö auch. Nach Stockholm wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich schon. Ich sehe was, ich riech was. Das. Das ist eine XXL Cave. Norweger, die Finnen, die Schweden, die fahren alle darüber. Da. Ja, aber das macht Quark. Das macht Quark oder Create. Das gibt eine der Hauptautobahnen in Europa. Diesen. Das geht ja nicht. Aber das werden die Fehmarner natürlich machen. Die dann weil dann die ganzen Welten anders geterraformt werden. Feier ich nicht. Yep. Yep. Warum fügen die nicht mal Voice Slaps hinzu oder vertikale Slaps, Junge? Soll ich das denn machen, an die Wand kleben? Ja, aber ich meine Minecraft. Aber der Ort dort ist wahrscheinlich nicht schlecht. Warum machen die? Ey, gerecht. Da wo die Hose ist, da muss eine hinmachen. Dann kannst du alles gucken. Hey, Digga, wo ist diese XXL-Köpfe? Ich will jetzt wissen, wo die ist. Ja. Krass. Krass. Ich bin krass. Weißt du, was gerade passiert ist? Ich bin ein Block unter der Cave. Heute Abend. Komm mal her. Jetzt heißt es fahren mit. Hier ist irgendwas Pinkes. Hier ist irgendwas Pinkes. Kopperohr. Warum? Das ist grün. Ja, mit Spectator gecheatet. Komm mal her, Pascal. Herkommen. Guck mal, weißt du, was das hier ist? Das, so wie es jetzt ist, sieht es irgendwie lost aus, ne? Und mal dieser Block hier, dieser grüne Kopper, das ist, damit will ich bauen in meinem Haus, ne? Welche Verfilmung? Ja. Und daraus will ich meinen Hausboden bauen im Keller. Kriegen wir eine Kopper? Ja. Die dann oxidieren. Wie viel Kopper braucht man dafür so circa? Kann man eine Kopperfarm bauen? Kannst du das machen? Ich weiß nicht, wie man das macht. Und das weißt du, willst du das dann craften? Also Kupfer würde ich sagen aus Eisen und Stein. Oder? Das ist ja eigentlich, oder Gold. Gold, Eisen und Stein, aber das wäre zu teuer. Da gehe ich ja lieber. Ey Pascal, guck mal. Guck mal hier. Guck mal bei mir. Das konnte man doch gar nicht wissen. Der hat sich da auch was anderes drunter vorgestellt. Habe ich auch. Die ganzen Filme, die alle gut finden, das war bisher immer möglich.
Ja, aber warum soll das so teuer sein? Das ist doch Unsinn. Da gehe ich doch lieber in die Mine, so XXL-Mine und farm mir das. Was soll das denn? Lass uns doch mal was gucken. Ja, ich würde sagen Eisen und Stein. Nö. Ja, und? Das ist der einzige Spieler, der so kopfballstark ist, der das Tor machen kann. Ich würde einfach sagen Eisen und Stein. Was? Warum Gold? Es gibt Dinge im Finale oftmals, die einfach anders sind, komisch sind. Würde ich lieber sagen Eisen, Dia. Nein. Mit einer Dia Farm. Doch. Das ist mein Geheimnis. Es ist nämlich ein Plugin auf dem Server. Mit dem man das machen kann. Dieses Spiel kann man nicht. Warum? Wenn es einen lieben Gott geben soll, der kann nicht sagen, dass diese Mannschaft. Und wer will das wissen? Braucht man nicht. Nein. Und? Aber es gibt jemanden, der schreibt auch Plugins ohne Spygot oder Bucket. Nämlich mit JavaScript. Und es wird dann im Java vom Server installiert, also quasi in der Server-Installer-Datei. Das heißt, der Server bootet quasi von dieser Datei anstatt von Forge. Jetzt haben wir eine Dia-Farm, also wir können rein theoretisch eine bauen. Und man kann sich Dias craften. Den Vorwurf gemacht, dass sie gekniffen haben. Aus zwei Dias. Das haben sie auf Deutsch gesagt, fast alle verpisst. Also du brauchst zwei Dias, um einen Dia zu craften, doch. Und die normalerweise dafür prädestiniert sind. Und zwar einen Dia-Block.
die sind alle mit ein bisschen Stein. Die Handgruben, ich nicht. Warum? Weil sie Schiss hatten zum Schießen. Und Gold. Ich möchte nicht einen Spieler schießen lassen. Aber dann hast du ein Dia. Du brauchst zwei Dias, zwei Gold und den Rest aus Stein. Dann kriegst du einen Dia-Block. An den einen oder anderen Spieler dann bestimmt. André Neuer musste antreten. Warum Eisen? Da noch das Manuel Neuer. Ja, und warum Gold? Haben wir ihn als Tor? Ich würde einfach sagen, nur Eisen. Eisen, Stein und fertig. Und jetzt mal ganz im Ernst, ich habe jetzt schon zwei Stacks Copper, ja. Das hat sein Elfmeterschießen. Das also, glaube ich nicht machen. Da. Was? Der war schon beim Aufwärmen für den nächsten und haben wieder geholt. Ja, okay, jetzt schieße ich. Ich wusste ja, dass ich schießen werde. Ich war ja nicht komplett weg gewesen. Warum? Ich konnte mich konzentrieren auf mein Torwartspiel. Aber das ist jetzt kein Wunschtraum gewesen von mir, auch zu den Schützen dazu zu gehören. Ja und? Tja. Nö. Also ich habe jetzt 2,5 Stacks Kupfer, ja. Und jetzt mal Unreal, da lohnt sich das nicht so teuer zu machen, weil da gehe ich lieber in die Mine und gönn mir welches. Aufzuzoomen, um dein Gesichter zu sehen, vom Trainer, vom Spieler. Ich habe jetzt gerade 1, 2, 3 Stacks und so ganz 27. Fühlt er sich gerade nicht in seiner Haut. Wie er zu diesem Elfmeter schreitet. Ja, okay. Aber noch ein Cobblestone dabei, würde ich sagen. Da hat man schon gemerkt, jetzt weiß er, jetzt muss er liefern. Alle Kupfer-Ingot. Als dann der Basti angetreten ist, da habe ich so gedacht, das geht schief. Ja, okay, das ist besser, ja. Und wenn man noch ein Dia dazu macht, kriegt man den Block. Es war ja klar, dass Basti den Elfmeter schießt. Vielleicht war er auch kaputt. Leer, aber er hat dieses Warum? Verantwortungsgefühl für die Mannschaft und für den Club. Und er macht es halt. Clay. Schweinsteiger verzögert. Man kann Clay-Bälle farmen, also Tonbälle. Ja, indem man einfach Clay abbaut. Junge, warum musst du überall für Farmen haben? Wir brauchen nicht für alles eine Farm. Kannst du dann so ein riesiges Loch im TNT-Tal ausheben und dann irgendwo keinen Platz mehr? Ja, da braucht man so ein Transportabend. Dann müssen wir weiter weggehen. Das war der Höhepunkt auch für mich im Leben. Warum 1000? Wir können doch einfach Waypoints teleportieren. Da wären wir alle unsterblich gewesen, klar. Ja, aber es ist halt irgendwie auch doof, wenn man weglaufen muss zum Farmen und dann. Also wir könnten es auch so machen, rein theoretisch, dass wir einfach uns das. Kannst du einen Villager erstellen, wo man das für Gold traden kann, beides? Mach einen Villager, womit du, also quasi, wo du quasi, ja, dass du quasi einfach im Villager-Menü da quasi, anstatt zum Beispiel Emerald, da würde ich lieber sagen, wir nehmen einfach die Rezepte, die wir haben. Wir nehmen zum Beispiel für Kupfer, nehmen wir quasi, dass du dir das nicht in Masse holen kannst, weißt du, dass du einfach so, also kann man schon, aber, dass du einfach quasi Gold, ja, auch, dass du einfach quasi Gold plus, was hatten wir, Eisen gleich zwei Kupfer-Dinger. Und sehr verantwortlich gefühlt. Und bei Zink halt genauso. Die Wochen danach. Dass du halt, dass wir uns irgendwo dann in unsere Base einfach so 5 Villager von denen hinstellen und fertig. So nett, so helle Freunde-mäßig. Oh ja, jetzt hast du halt mal. Ich glaube, das ist sogar noch besser. Nicht so schlimm, geht schon weiter.
So kann man es sehen. Man kann es aber auch so sehen. Weil da musst du nicht immer craften und so. Und ich glaube, dafür braucht man auch kein Data Pack. Ich glaube, das ist einfach einfacher. Ne? Menschen einem beim Versagen zuschauen. Und damit muss man jetzt fertig werden. Und ich habe mich gefragt, kommt er da nochmal raus? Hey, er hat ausgeschaut. Hey, er war fertig. Er hat ausgeschaut wie der Tod. Ich habe mir gedacht, alter Schwede, wie willst du sowas richtig verkraften können, wenn dir das schon so zu Herzen geht? Das war meine größte Enttäuschung als Sportler, als Spieler und Trainer. Danach kam in der blauen Zimmer, war der FC Bayern eine Woche wie gelähmt. Wir hätten ja Transfers machen sollen, wir hätten die neue Saison vorbereiten sollen. Eine Woche lang ging hier gar nichts. Das war ja wie wenn jemand einfach den Stecker zieht. Das Einzige, was ich bis heute immer für mich als Erklärung gefunden habe, ich verstehe nicht, wieso wir verloren haben. Keine Ahnung, wie. Nö. Warum? Habe ich nicht, nein. 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 Könnten wir nicht aus einem Eisenblock uns einen Dia-Block holen? Ich meine, ein Dia aus einem Eisenblock? Gut drauf waren, eine tolle Mannschaft hatten und da viel mehr drin steckte. Warum? Weil du alles verloren hattest. Man muss wissen, dass Bastian auch ein empfindsamer Mensch Bauen. Ist, ein sensibler Mensch ist. Und da hatte er schwer mit zu tun. Und wir haben auch einige Gespräche geführt und ich ihm gesagt habe, dass man solche Talsohle durchschreiten muss. Und dass er auch verstärkt wieder rauskommen wird. Und sagt, das führt zu einer großen Karriere einfach dazu. Warum? Es war nie so der Fall. Ja, okay, frag mich mal welche. Hätte machen müssen. Ich glaube, dass ich auch so erzogen worden bin von meinen Eltern und von meinem Umfeld. Auch wenn mal was schief lief, dass ich gespürt habe, ich habe das Vertrauen und die Unterstützung. Musst du Info jetzt eine ganze Andesit decken, ne? Also wenn du Andesit brauchst. Natürlich macht es keinen Spaß, wenn du ein Spiel verlierst, aber du stehst wieder am nächsten Tag auf dem Fußballfeld oder auf der Skipiste, weil es dir Spaß macht. Oh Junge, ich glaube, ich mache mich echt mal Netherite dann. Full Netherite, full Enchanted, das wird Träumchen. To try different kinds of sports, but I really want to encourage them to be whatever they want to be. If they decide to play tennis, football or golf, you know, it's up to them. I would love to play tennis, I must say, one day with them. But we will see. Ja, nur für mich? Whatever they love the most. Wir können. Warum? Aus Niederlagen habe ich immer die große Motivation gezogen. Warum denn? Und den Ehrgeiz, es wieder anders. Ja, das ist aber Cheaten. Weil? Nach der 2011-12er Saison haben wir ja 5 neue Spieler verpflichtet. Weil? Und Karl-Heinz Rummenigge war auf Sylt. Weißt du, weil... Und, ja, okay. Ich habe jeden Morgen... Ja, okay, so können wir halt für uns beide den Netherite ranholen. Wir müssen wieder da drüber reden. Ich habe... Telefoniert. Wie? Überlegt. Ich war voller Unruhe. So, im Ablauf der Hinrunde, wo wir dann schon, was weiß ich, wie viele Vorsprung in der Meisterschaft hatten, habe ich gesagt, Jungs, ich sag euch, in dieser Saison haben wir die große Chance. Und dann müsst ihr einfach bum bum immer machen und dann zündest du einmal das ganze Ding an und dann hast du 300 Netherite-Blöcke oder was? Wie? Betreut und trainiert, die so top trainiert hat, über das ganze Jahr, top motiviert war. Dies warum eigentlich? Was bringt einen das? Hat. Und da hat auch im Netherite Beacon den Anteil auf Bastian gehabt, weil er war mit einigen anderen natürlich der Führungsspieler,
er war mein verlängerter Spielfeld. Boah, mach ich mir auch. Spielfeld, mit dem ich auch um taktische Dinge. Ich war den größten Create Bohrer und baue mir damit einen Keller. Spieler, den habe ich als Vorbild genommen, oder? Weil er einen Weg gegangen im ist. Im Nether. Den zu meiner Zeit damals jeder können wir nicht. Und er hat den Traum gelebt, wovon wir Jungs in meinem Alter damals geträumt haben. Ich glaube, das ist sogar geiler, weißt du warum? Dann können wir uns da eine richtig fette Basis reinbauen. 11, 12. Wenn man nach so einer Niederlage, ein Jahr später wieder so aufsteht, dann Blöcke. Holt man die Fans sicherlich auch irgendwo auf unserer Seite. Und das hat man dann auch gemerkt bei jedem Heimspiel. Wollen wir das schnell machen? Im Halbfinale gegen Barcelona, was da los war. In der Allianz. Hast du Bohrer? Wie craftet man Driller? Die Lautstärke, die Intensität, die auch von draußen auf uns Spieler kam, das war echt. Wir brauchen Ende sieht Olo. Farm Ender sieht. Und dementsprechend haben wir dann auch Fußball gespielt. Okay. Wir waren einfach auch unglaublich heiß gegen die besten. Farmst du Ender sieht? Da hat man schon gemerkt, dass man nochmal enger zusammenrückt. Warum? Du merkst es in den Zweikämpfen gegen großartigen Gegner, da merkst du, dass jeder für den anderen da ist. Soll ich jetzt zur nächsten XXL Cave bauen? Ja. Soll ich uns zur nächsten XXL Cave bauen? 3 Tage später spielen wir in der Liga und spielen 8 andere Spieler. Was den habe ich aber spielen lassen, ne? Weil ich wusste, den brauche ich. Weiß ich nicht, muss er probieren. Spieltag stand dann der Titel die Meisterschaft fest. Ich baue uns gerade zur nächsten XXL Cave. Die ist noch mal größer als die jetzige. Frankfurt Torschütze. Schweinsteiger! Traumtor! Der Hacke für die Bayern durch Schweinsteiger. Aktuell die Bayern sicher. Warum? Warum? Kleines Geschenk für Holger, es ist ein Trikot von uns aus dem Original Spielkoffer, Trikotkoffer von uns und das schicken wir nach Amerika zu ihm. Ich war verletzt, mein Knie war nicht gut, ich musste operiert werden. Es tat mir einfach so sehr leid für ihn, weil das war die Co-Opas-Falle. Ich hab mir gedacht, er läuft da instant rein. Von der Mannschaft. Trotzdem den Sinn für mich hat, in dieser Zeit an mich zu denken. Ja, das war auch mein Plan. Das war für mich schon auch absolut Dankbarkeit, die ich empfunden habe. Ich denke, man ist ein bisschen außen vor. Aber für mich war das nie so der Fall, dass man außen vor ist. Hör doch auf! Alter, wir haben gleich die nächste Höhle. Wir haben gleich die nächste Höhle. Das ist halt übel cheaten mit Gamma-Wehr. Das waren ja Spieler, die unvollendet waren. Das heißt, wenn man die Champions League nicht gewinnt, kommst du? Ja, dann bist du ein Unvollendeter. Hier ist Clay. Es ist kein geordneter Spielaufbau bisher möglich. Und FC Bayern in Ordnung, der Weg ist geschafft. Sie drücken mal. Fuck! Der wird wieder. Der ist der Torwart. Scheiße! Man kann einen Co-Opas nicht mit der Co-Opas-Pfeile fangen. Narrator! Off! Hey Digga, wo ist dieses Ding? Okay, ich buddel mich jetzt noch ein bisschen hier rein. Bisschen hochbuddeln. Ja, ich zoome nochmal ran an der Map. Ah, oh, ah, jetzt sie. Digga, ist halt Hardcore X-Ray. Und Weidenfeller nach dem Schuss von Schweinsteiger.
Jetzt. Wir hatten einen Freistoß in der eigenen Hälfte, ich glaube 89 Spielminuten. Sind drin. Da. Der Schwamm, der Ball runter, Ariel. Da ist er. Er läuft vorbei. Was ist das hier? Nicht dahin koten, das ist eklig. Nicht Fußballer gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, was für eine Technik und Ballgefühl haben muss. Und deswegen gewinnst du auch natürlich. Die Höhle ist nicht ganz so groß wie die andere, aber okay, groß. In deiner Mannschaft haben die mit allem Wasser gewaschen sind. Und okay. Das haben wir gehabt. Kann man sich eine Kupferspitzhacke machen? Allein dieser Gang auch, wie der aussieht. In München war es nicht einfach, und aber dass wir zueinander gehalten haben und gerade Jupp Heynckes als Trainer, da war Donny Jupp. Das kannst du doch keinem antun, wie dieser Gang Trainer aussieht. Aber für mich, was für ich sehe dich. Ja. Weil ich mich einfach verbaut habe und ich dachte mir dann so, mal gucken, ob er reinfällt. Was? Nein, das erste Mal nicht. Da schon. Er hat aus seinem Fehler gelernt. Traue nie dem Blitzrahmen. Ich weiß auch nicht wo. Soll ich zu dir mal kommen? In der dritten Saison hat das große Ganze gepasst. Nicht nur die Elf und die Topstars, die da gespielt haben, sondern alles. Dauert noch kurz ein bisschen. Ne, noch kurz Kohle mit für Eisen zum Smelten. So. Fakko war der Ausgang. Wir sind deutscher Meister geworden, dann war Marienplatz empfangen bei ihnen und danach sind wir im Flieger gestiegen, der Bastian. Hell. Und sind nach Zürich geflogen. Und dann sind wir. Da ist der Kackhaufen, hier ist der Ausgang. Dann sind wir dann da im Aufwachraum gelegen. Und auf dem Fernseher ist die Meisterfeier vom FC Bayern gekommen. Und dann haben wir im Bett die Meisterschaft vom FC Bayern gekriegt. Super Bayern. Man muss die Fallen in die Ecken bauen, weil da rennst du immer rein. Von dieser Narkose. Ja, aber das Problem war nur, dass beide unsere Sprunggelenke dann auch richtig Probleme gemacht haben. Das hat mich schon beeinträchtigt. Du kannst nicht das umsetzen, was dein Kopf dir sagt. Ich kann nicht ein Patent für die Coopas-Falle anmelden. Ich war sehr frustriert. In vielen Momenten war ich so enttäuscht. Ja, aber das heißt dann aber Blitzfalle. Ich konnte eine Zeit lang nicht. New Waypoint XXL Mine. Das ist Color Rot. Icon Pickaxe. Konnte ich nicht machen und ich hatte auch Probleme, eckig zu laufen. Guck mal, hier siehst du den Gravelhaufen, ne? Und davon die kürzeste Strecke nehmen. Also hier lang. Oder warte, ich mach. Geh weg! Pascal, geh weg! Ich mach Flex-Tape, okay? Guck mal. Ich hatte nie die Zeit, um es komplett auszubilden. Hier, wenn du das jetzt das nächste Mal wieder verfailst, das Loch, dann gibt's was. Habt ihr jetzt extra was aufgemalt? Ja, ein bisschen. Bastian wollte ja diesen Schritt nach Windschrift immer machen, das habe ich völlig nachvollziehen. Safe Call hat da jetzt auf dem Weg wieder eine Falle versteckt, ey. Sagen,
ich möchte das nochmal machen und das ist, glaube ich, etwas, was man dann noch hat. Ich habe noch drei. Aber ich upgrade mich jetzt auf dir. To play for Manchester United is a big honor. Ja. To play in the best league. Zumindest ein. It's a great challenge for me. 500 appearances for Bayern Munich. Nein. Warum? Wieso? Warum? Der Ofen gehört Blitzrahmen. Der Herzensclub, den er neben Bayern hatte, dann auch so erleben konnte, wie er sich das vorgestellt hat. Ich melde hier drüben. Das ist dein Ofen, der andere ist mir. Ja, ist klar. Das hat ihn natürlich auch einige Jahre gekostet. Mann, hier, guck mal bei mir. Da. Oben drauf liegt noch eins für eine Picke. Jetzt kannst du dir eine Picke machen. Lass mir bitte mal so 6 Eisen dann drinne, ja? Ich muss mal kurz los. Eine Sache. Ah? Hast du genug Andesit, um mir eine Presse zu machen? Wie viel brauchen wir dafür? Ein Andesit Casing und ein Andesit Olo. 2 Cockpits. Ich geb dir mal ein bisschen Andesit. Mehr hab ich nicht. Bin mal kurz weg. Wie macht man denn ein Andesit Casing?
Hallo? Warum hast du mich gebannt? Oder gekickt? Hast du ein Bett? Aber ich habe keins aufgesammelt. Was? Weil sie mal wieder kurz runterfahren konnten. Was wollen wir eigentlich noch? Wie war der Plan und so? Der deutschen Mannschaft. Noch nicht komplett, oder? Die geben sich wieder neu zusammen. Und Schweinsteiger steht wieder. Also wirklich, wir vermeiden uns. Wo denn? Ein großes Vorbild. Der alles, aber wirklich alles für die Mannschaft. Der wo wäre? Der wo ist? Schweinsteiger? Ja. Auch in der Eimer ist for me. Cool, MLG Bucket. Wart auf mich. Wart auf mich. Wart bitte! Ey, bitte wart noch! Und dann kommst du wieder. Ja, oder so. Wenn es sein muss. Zumindest es geschafft, nicht vorbei laufen zu lassen. Und das war mir wichtig. Dann lag ich am Boden und hätte keine Fälle, meine Beine waren leer. Ich musste dann runter von uns. Und ganz langsam natürlich. Warum? Was denn für ein Haustier? Was, wie und wo willst du dann damit hin? Und die willst du jetzt aus dem Nether da mitnehmen? Elfmeterschießen. Und wohin? Ich wollte nicht ins Elfmeterschießen. Kann man die an eine Leine nehmen? Aber dann stand ich draußen und sehe, dass eigentlich von der guten Position. Wo bist du? Ist ein Fleisch, das halt gibt. Und kann ich mal haben? An und schießt. Kann man das Teil placen? Und dann verschießt er und dann war ich erstmal richtig erleichtert, dass der Ball drüber ging, weil er ist einer der besten Spieler, den es auf der Welt je gab. Und dass er dann nicht den Ball perfekt trifft, das war ein gutes Gefühl. Und dann bin ich wieder aufs Spielfeld gegangen und hab versucht, mich in alles reinzuwerfen, es zu verteidigen einfach. Ich mach kein Armor. Da verwechselst du was. Weil ich lost bin. Das war das perfekte Spiel. Auch wenn ich kein Tor geschossen habe. Aber das war das Spiel, wo ich am meisten Energie gespürt habe auf dem Platz. Und auch
Ich bin dann zu ihm hin und ohne. Da gehe ich nicht rein, da gehe ich nicht rein. Nein, ich gehe da nicht rein. Nein. Ich weiß, was er geleistet hat und ich weiß, wie sehr wir uns das gewünscht haben. Und ich gehe da nicht rein. Gehen einem so die Jahre, was man miteinander erlebt hat, gehen einem so durch den Kopf. Ja, ich gehe hier nicht rein in das Loch. Alles machen mussten, was wir geopfert haben, um letztendlich da ganz oben zu stehen. Das ist eine Bindung zwischen uns. Hab da sehr schlechte Erinnerungen. Kann man nicht beschreiben, die ist fantastisch. Das bleibt fürs Leben, absolut. Ja, es kann daran liegen, dass ich das Portal gerade kaputt gemacht habe. In der Overworld aus was? Ich habe kein Feuerzeug. Kopas. Die Bedeutsamkeit, die der Partner ist enorm. Um den einmal in den Händen zu halten. Ich mache alles Blitzrahmen-safe. Nah dran waren, weil ich hier drin nicht. Weil ich da drin in diesem Raum. Will ich nicht noch einmal alles verlieren. Hat die deutsche Mannschaft dieses WM-Endspiel? Dieser Raum war nämlich nicht dem neuen Blitzrahmenstandard gemäß. Die Gefangenen hatten beantragbare Gefängnisse. Du kennst mich. Ich bin hier sehr oft drin gestorben. Und ich will nicht, dass ich das wieder. Aber es wurde verboten. Zweimal. Während dem Spiel alleine in meiner Zelle und. Ist das sicher genug? Hier hinter der Wand ist immer noch Lava, ne? Also, da. Man hat Folgendes gesagt. Ganz spezieller Gruß wirklich an einen Mann. Nein. Ich glaube, ohne ihn wären wir alle nicht hier, das Olympus. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und, ja, okay, dann warte, geht er weg, geh weg, geh weg. Wir glauben daran, dass alles gut wird und wir unterstützen Sie sehr. Vielen Dank, alle. Lass den so, dass ich da nicht reinfall. So, das hier ist unser Portalraum. Rein hier. In der Situation war es wie. Mach, stopp, raus, geh raus! Für jeder feiert, jeder will und dann. Weg! In diesem Moment auf diese Idee, das war. Puh. Fuck, warum kann ich hier keine Blöcke placen? Wann kann man da. Ich bin drin. Oh, sieht das alles so hässlich, boah. Wo bist du? Wo? Ah! Ups. Hast mich erschreckt. Ich wollte gerade ein Wasser immer im Nessa geplaced, um diesen Lavasee kaputt zu machen. Hat gut funktioniert. Oh. Die ganze Kirche. Wirklich die ganze Kirche hat auf die anderen geschaut. Ich hab Klostein. Und das war ich. Ich hab nämlich auf den Basti geschaut. Weil er hat vorher so cool rumgetan, weißt du so. Obwohl, nee. Nee, er ist überhaupt. Ich bin eh faul. Du kennst mich ja, dass ich faul bin, ne? Ey, der hat Rotz und Wasser geheult, der Freude dort. Und ich fand's wunderschön. Da hab ich gewusst, okay. Basti ist die Richtige. Aha. Und
Wie? Hast du verstanden, was er gesagt hat? Was hast du gemacht? Verwählt oder was? Ich glaube, das war ihm sehr peinlich. Kann das sein? Oder hast du jemandem die Nummer gegeben? Die weiß schon auch genau, wenn die wirft, wohin die wirft. Also ich glaube schon, dass die Richtung meine Frau... Entspricht das dem neumodischen Blitzstandard? Ich glaube noch nicht, ne? Meinst du, das kriegt der Blitzrahmen immer noch kaputt? Aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir noch ein hochsicheres Hochsicherheitsgeländer. Aber ich glaube sogar, das wird... Soll ich unter dir mal den Block abbauen? Was? Was? Nicht meiner Mannschaft vor dem Spiel sagen, dass das mein letztes Spiel ist. Und ich wollte das Spiel spielen, wie wir das auch die ganze Saison getan haben. Aber ich wusste aber auch, versuche es ja nochmal natürlich zu genießen, aber auch es seriös wie möglich auch zu spielen. Komm, let's go. Soll ich Autobridge machen? Lost moment. Oh. Oh, jetzt muss ich mich mit Copper hochstecken. Lass mal Shift los. Geh mal weg. Ich will jetzt noch mal probieren. Ey, Pascal, komm mal her. Weißt du was? He loves the game. He is in all the best ways. He's a boy who remains in love with what he loved as a boy. Yet when the moment comes to compete, he is a relentless winner. Woher weißt du das? Digga, wie groß ist das Nether eigentlich? Wir haben sogar einen Crimson Wald. Da ist die Bastion, gell, hier. Ich hab ne Idee, weißt du, was wir machen? Wenn man das Abschiedsspiel sieht, die Bastion ist in Richtung unten, ne? Das ist unbescheuert. Also nie ohne, in Richtung Süden ist die Bastion. Das liegt nicht nur mit dem Spieler Bastion Schweinsteiger zusammen, sondern besonders mit den Menschen. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang.
dass jeder mal so dahin. Das ist die richtige Richtung, ne? Ist das die richtige Richtung? Ja. Hab keine. Alles im Fußball zu erreichen, was es gibt, und ist sich dabei immer treu geblieben. Kommst du her zu mir? Wie viele Picken haben wir dabei? Was? Nein. Die Viecher sind schon gespawnt. Bei der Bastion. Piglins oder so. Diese mit diesen goldenen Helmen. Ist das eine Festung oder was ist das? Ich geh weg, ich bridge uns hin. Ja. Nö. Warum? Ich hab eine Eisenpicke. Bau eine Treppe. Du, in der Zeit bridge ich uns weiter. Du sollst eine Treppe bauen. Beides. Nein, da kann er nicht. Ich bin in Lage gewachsen. Das gibt's doch nicht. Doch. Wenn. Hol Goldschuhe. Doch, ich sehe es auf Moxel-Map. In der Bastion! Let's go.
Guck du noch, guck mal im Spectator bitte, okay? Sometimes. Aber nicht nach einer Festung suchen. Und? Gut, dann kommt DP zu mir und dann gehen sie Rival. Was? Die tun uns nichts. Nö. Wo bist du? Was? Wir müssen in die Festung rein. Warte mal, ich will mal was machen. Ja, ich verstehe dich nicht. Bleib mal stehen, Pascal. Ich will gucken, wie dumm Minecraft ist. Was ist damit? Scheiße, er läuft weg. Bleib stehen. Pascal, guck zu. Mensch, komm doch her und warte. Geht mit mir. Ich versteh dich nicht. Und? Was? Sehr dumm. Ja. Er ist runtergefallen. Komm jetzt her! Guck mal! Das war's mit ihm. Hast du ihn angegriffen? Na, die was? Der Auftaktzeit des Sistanien. Den soll ich abbauen. Untypisches Neujahrskonzert durch die italienischen Musikschläge gegen Sonne. Was passiert, wenn ich sterbe? Wir denken an den Venedig-Aufenthalt des Komponisten vor genau 250 Jahren. Der Auftakt ist noch ein Ton. Es erwarten uns eher positive Stücke zur Einstimmung auf ein hoffentlich weniger dramatisches Jahr. Ich hab eben sogar einen gehauen und der wurde nicht aggro. Verdis Troubadour mit dem Zigeunerchor aus dem zweiten. Looten. Komm mal her, ich mache jetzt die Mutprobe. Komm her, komm to me. Leck mal. Hier drinne. Hier, in dem Raum. Hier oben. Komm her. Oh fuck. Okay, die werden mich safe killen. Guck. Gib Goldschwert. Och man. Wo? Den da? Hier? Ne, ist doch klar. Ich nehme Bohnen. Warum? Warte, ich mache mir hier meinen Waypoint.
Waypoint New. Wie nenne ich den? Color Escal. Hier ist jetzt ein Waypoint. Soll ich ihn mit dir scheren? Warte mal. Diese Bastion ist Rotze. Da gibt's keinen Raum, da gibt's keinen Spawner. Ich glaube, hier gibt's nur eine Kiste in der ganzen Bastion. Sagt wer? Ja und? Passiert ist das natürlich nicht. Doch selbst wenn Scharnholz mit dem Ringe würde den Schlägen elegant ausweichen, schließlich heißt wo bist du? Rüstnitz bei Hamburg, was nichts anderes heißt als Tanznitz. Hier ist er zusammen mit December Bueno und Gente de Sonne auf Platz Nummer 12. Ey Pascal, guck mich mal an. Siehst du mich? Dann komm mal zu mir. TP dich einfach zu mir. Komm mal her. Mach. Ja klar, guck doch mal. Können wir mal ein Wettrennen machen, bitte? Komm mal her. Das war ein Enchanting-Buch. Komm mal her, komm mal mit. Wettrennen in 3, 2, 1, go. Boah, Digga, fast hier reingefallen. Mein FOV ist so cracked. Kiste. Ja. Nein, das waren die fertigen Schuhe. Komm mit. Okay, wollen wir dasselbe noch mal probieren? Wie? Ich hab noch eine Bastion. Und die ist nicht sehr weit entfernt. Habe ich gerade auf Journey Map gesehen. Darf ich mich dahin teleporten? Hallo? Wo? Yep. Und zwar da. Warte, ich mache mir da einen neuen Waypoint, New Waypoint.
Bastion 2. Soll ich einfach schnell im Spectator nachgucken nach einem nach einer Festung? Ja, komm. Oder wartet TP dich jetzt mal zu mir? Jetzt? Bist du bei mir? Da ist noch eine. Festung. Ich mache einen Waypoint und schere ihn der dann, okay? So, erstmal hier M. Waypoint. So, T, also M. Waypoint. Ich schicke dir gleich einen Waypoint. Festung. So, share to Coopers. Komm rein. Kommst du? Ich habe eine orangene Rune. Pascal. Danke, Per, ich sammle die ganzen Runen. Oder willst du... Ja, ich auch. Wo bist du? Yes, genau, 13.3. Was machen denn diese ganzen Runen? Tja, aber heute muss keine Rune der 13 auskommen. Und Pech verfolgt ist sie aber deswegen noch lange nicht. Platz Nummer 11 für Shake It Off. Und damit verabschiede ich mich von euch und freue mich, euch bei der nächsten Folge Counter Deluxe begrüßen zu dürfen. Damit der. Darf ich mir eine. Pascal, können wir eine Sache machen? Hallo? Können wir einen Vertrag machen? Darf ich mir eine Schalker-Box geben, aber ich darf nur insgesamt 64 Items reinpacken. Das heißt, wie ein Sack in der 1 in der neuen Version. Oder nicht? Warum? Die löschen wir danach auch wieder. Ja, und warum nicht? Nein. Hast du einen Spawner? Wir. Oder? Ich darf hier sicher keine Schalker-Box geben. Und eine Schalker-Box mit Ablaufdatum? Hallo? Du willst doch auch Runen haben, oder? So, diese Schalker-Box bleibt hier.
weil das nicht geht. Diese Schalker-Box darf jetzt insgesamt 5 Minuten leben, danach wird sie gelöscht. Egal ob sie leer ist und egal ob sie leer ist und nicht. Ich stelle einen Timer. So, Timer gilt ab 3, 2, 1, go. 10 Minuten, 5 Minuten Timer läuft. So. Muss mich jetzt halt beeilen. Es wird jetzt ein Speedrun. Ja. Also wenn du willst. Eine Minute von mir. Ich glaube, ich habe die Festung gelootet. So. Ich schätze, ich habe alles. Hallo und herzlich willkommen bei Countdown Deluxe mit mir, Anna, und den erfolgreichen. Bist du wieder in der Overworld? Hast du einen Waypoint beim Portal gemacht? Kannst du mir den schicken? Also teilen? Warum? Hä, wie komme ich da hin? Ist der hier? Oh.
noch 45 Sekunden. Yes. Nein, 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 ich halte mich an meine. Ich halte mich an meine 5 Minuten. Also ich probiere es zumindest. Doch. So. So, Box ist leer. Kannst gerne nochmal Kontrollprüfung machen. Mach Kontrollprüfung, please. Wir haben jetzt all unsere Runen. In one chest. Ich mehr oder weniger. Braucht man kein Optifine mehr? Was machst du gerade? Hier, guck nach und lösch die Schalker-Box. Drei, zwei. Mit Slash-Set-Block. Guck mal hier unsere Runen. Ne was? Was macht die? Dafür brauchen wir aber noch eine Yellow Rune. Yellow und Yellow, Rot und Magenta und alles, das haben wir alles nicht. Wie geht das? Ach du Scheiße. Hast du eine Presse? Was ist das denn? Das sieht ja hässlich aus. Die anderen fand ich schöner. Ja, aber ist immer so. Ich will mal was ausprobieren, ob... Das hat jetzt aber... Hey. Das hat aber nicht mehr eine Richtung. Das hat jetzt quasi keine Richtung mehr, ne? Ja, das ist aber doof. Warum? Auch true. Ja, aber warum sind hier so, aber warum sind hier so Nähte dazwischen? Wenn du 5 Iron hast. Das beste Video, das ich jemals gemacht habe. Also, als Leidenschaftsfanserin kann ich dir sagen, welches? Jetzt beim Partner ist es auf jeden Fall leichter, ja, als Mann, als Frau, aber... Guck mal. Hier, wir machen... Daher, hier ist Thinking Out Loud von Ed Sheeran unter Platz Nummer 9. Jetzt musst du antworten mit einem Emote.
Okay, jetzt geb ich dir und dann musst du den Cheer machen, okay? Bäh! Wie? Welcher ist das? Mit Point! Ey, guck mal. Guck mal, wie verbuggt das ist. Guck mal. Oder hier. Warte, wo war der Handbeep? Okay, jetzt gebe ich dir das und dann musst du dich richtig freuen, okay? Dann musst du dich richtig freuen mit Emotes, ja? Bäh! Du musst dich jetzt freuen. Weißt du, warte mal, mach den Emote mal. Weißt du, wie das aussieht? Mach den nochmal. Den du gerade gemacht hast. Das sieht irgendwie so aus, als ob du dir die Pfoten lecken würdest. Mama! Ist nicht da. Was? Was ist? Ja, so halbwegs. Wenn man dann noch Tränen animieren könnte mit Partikeln, wäre es noch besser. Wie macht man? Ich mach selbst, ich mach alles allein. Guck mal hinter dich. Guck mich an. Guck mal über dich. Folgt den Knöpfen und findet den Weg ins Glück. Du hast den Knöpfen nicht gefolgt. Du musst den... Ach, egal. Das... Die habe ich dir geschenkt. Womit? Hier. Aha. Gleich. Mein Vater will einen Laptop zerlegen. Im Laptop. No. Bestes Deutsch. Ein riesengroßes Buffet. Ja, okay. Mit ihrem Gebrüll treibt Katy Perry im Video zwar Tiger in die Flucht, doch konnte sie auch süßes Appetit zu. Ich werde zu
zur Sicherheit jetzt mal ganz genau auf die Kieferbewegungen der hungrigen Elefantendame achten. Hier ist Platz 8 der erfolgreichsten Musikvideos der Welt, Katy Perry mit Raw. Danke, dass du die ganze Mine geflutet hast. Komm mal rein. Ja, guck doch. Martin, kannst du hier so lang schwimmen? Nee, kann man nicht. Man kommt nicht in die Schwimmpose. Doch! OMG, ist das OP! Wie viel brauchst du? Gibt's nicht. Jetzt kann man aber auch nicht mit Eisen abbauen, ne? Nein. Oh fuck, jetzt habe ich... Oh scheiße, das war meine Steinpicke. Och nee. Ich hab grad aus Versehen meine Steinpicke verwendet. Ja, ich bin geistig gestört und mein Vater will einen Laptop zu auseinandernehmen. Und das kriegt er anscheinend nicht alleine hin. Warum, weiß ich nicht. Hier gibt's kein Eisen. Ja, gibt's nicht. Ich kaufe dir doch einfach Zink. Weißt du, wie viel ich hab? Vier. Hallo? Bist du noch da? Bist du noch da? Guck mal her, komm mal mit. Wo war denn mein... Ach da, hä, wo ist mein Gang? Wo ist mein Gang hin? Der war doch hier. Hallo? Wo ist der Gang? Ich weiß nicht, wo der Gang ist. Wo ist denn der Gang? Ach, fällt mir auch gerade auf. Nö, ich habe einfach auf Journey Map geguckt. Ich habe nämlich in Kabel da gesetzt, wo der Gang musste. Umgeben von lauter Anis. Mach schneller, du kleine dicke Schildkröte in Minecraft! Ja, ich beleidige meinen Skin immer so. Ist ja auch eine kleine dicke Schildkröte. Manchmal nenne ich es auch kleine dicke Kartoffel. Und manchmal auch das kleine Arschloch.
aber das nur sehr selten. Bei mir fängt es langsam an zu laggen. Ich glaube, hier gibt es kein Zink mehr. Du willst einen Stack? Die anderen zwei gehen aufs Haus. Freust du dich? Freust du dich? Hier geht's raus. Hier. Kann das sein, dass wir lost sind? Ich bin wieder oben. So, mich hilft immer meinem Vater, ne? Bis dann, gell? Weil den Laptop auseinandernehmen will. Weiß ich nicht. Wie kommst du jetzt gleich wieder? Keine Ahnung, glaub er nicht. Wir können aber morgen noch mal. Okay? Wie? Ja. Ja. Weil er es nicht hinkriegt. Also, wir können morgen noch mal, ne? Tschüssi. Ja, oder übermorgen. Wie lang brauch... Wie lang? Also erst in der Viertelstunde. Was? Ausmachen. Also Viertelstunde habe ich noch, laut ihm. Er ist heute großzügig. Er gönnt. Er gönnt. Guck mal, das hier ist auch nur Buggy. Das Teil da oben ist kein Block. Und das zählt auch nicht mit zur Hitbox. Das heißt, wenn ich hier oben diesen Dimpel abbauen will, das geht nicht. Aber ich kann auch kein... Ja. Ja. Die Presse presst auch rückwärts. Endlich fällt's dir. Oh, OMG. Ich weiß, wo draus ich mein Haus baue. Digga, das sieht nice aus. Nein! Nein! Minecraft! Oh, aber die Andesit-Dinger hier sehen gut aus. Kann man die auch polieren? Kann man die polieren? Nö. Nee. Guck mal, ich habe hier mal so ein Testmuster. Das passt zusammen. In einer Minute geht der Server aus. In einer Minute geht der Server aus. Ja. Nein. Ja, in einer Minute hat er doch gesagt. Aber ich habe sie ja aktiviert, glaube ich. Oder war das beim Subserver?
Weiß ich nicht. Ist das hier so wirklich die effizienteste Methode für das Rad? Ich glaube auch. Warte mal, ich will mal was machen. Guck mal. Wieso, Pascal? Jetzt habe ich mal eine Frage. Man kann hier drauf in vollen Block. Geh mal weg da. Guck mal, geh mal auf den anderen bitte. Guck mal, man kann hier einen vollen Block drauf platzieren. Aber warum dann nicht sowas wie ein Hebel? Geht auch nicht. Ja, okay. Ich bin ein Astronaut! Willst du auch Astronaut werden? Warte, was ist der albernste Block? Warte. Ey, guck mich mal an. Na, guck mal den Block hier an. Was ist der albernste Block in Minecraft? Pascal? Hallo? Welchen Block findest du am hässlichsten? Das piekst ein bisschen. Aua. Aua. Mein Mikrofon. Ich will ein sprechender Kaktus. Lass mich in Ruhe. Wie ist da ein Filter? Hier ist ein Filter dran, oder? Da kann man einen Filter reinsetzen. Was? Ja. Du bist dumm. Ja, weil du lost bist. So lost ist Kitty. Wir brauchen eine Gearbox. Den musst du so antreiben, du Depp. Wir brauchen eine Gearbox. Haben wir eine Gearbox? Nein. Pascal in Klammern 5 Jahre weiß nicht, wie man Minecraft bedient. Spaß, aber es war so dumm. Mein Mixer mixt nicht. Aber wie haben die das bei Create mit diesen geilen Entities gemacht? Beziehungsweise Texturen. Es läuft irgendwie completely flüssig. Aber ich hätte das Förderband noch mehr Frames animiert. Oder?
Ja, warum machen die das Förderband so, aber die anderen Sachen hier so flüssiger und alles? Das verstehe ich nicht. Warum machen die das hier so geil flüssig, aber in so ein Förderband so lost? Mal guck mal, das macht gar keinen Sinn. Hier dreht sich alles flüssig, aber hier das Förderband läuft nur so eckig. Bringt mich das jetzt was? Hab aber keinen Schaft. Hast du einen Schaft? Komm, ich mach's schnell. Geh weg, geh weg, geh weg. So. So. Warte, hab kurz gerade ein Brainout. Do you have cogwheel? Do you cogwheel, sir, heaven? Wir brauchen one Coco's Wheel. Unser Mix haben wir. It's not enough speed. Es ist nicht genug Speed. Und magst du Mixer immer noch? Ja, da einfach nein. Ja, und da ist einfach jetzt ein fettes dran klatschen. Wow, wow, wow. Wer hat overstressed? Ich will auch overstressen. Wo? Warum? Warum? Nein, weil ich doch auch die Blöcke gesetzt habe. I'm gonna to place in water of bucket of water. Boom. Soll ich uns mal eine Infinity Water Quelle machen? Scheiße, Pascal, siehst du das hier auch? Diesen Bug? Siehst du diesen Bug? Jetzt ist der Bug weg. Hier war gerade ein Loch einfach so drin. Ein Infinity Water Quelle. Was ist ein Infinity Water Quelle? Infinity Water Quelle. One man, na, 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 na. Das mit EU-Geldern finanziert wird, beschleunigen.
Oh, oh, oh. Die Regierung hat Schritte unternommen, um das Lager zu verbessern, aber es bleiben noch große Herausforderungen. Ein Entwässerungssystem. Auch an Elektrizität zum Heizen mangele es. Es wird noch ein harter Winter werden, den die Menschen im Lager Karatepe in Zelten verbringen müssen. Guck mich an! Die Wirtschaft im sozialistisch regierten Karibikstaat liegt ohnehin darunter. Durch Corona ist auch der Tourismus zusammengebrochen. Jetzt soll eine Währungsreform helfen. Die an den Dollar gebundene Parallelwährung für den internationalen Zahlungsverkehr fällt weg. Nein, jetzt ist das Ding hier aus! Der ist allerdings viel weniger wert. Jetzt befürchten viele Kubaner. Was ist denn das da für ein hässliches Viech da drin? Aber eine Babyplace. Auf einem Markt in Havanna. Bisher konnte sie ganz gut davon leben. Die Währungsreform wird unsicher ziehen. Hast du welche? Schon jetzt ist der Strom viel teurer geworden und auch die Medikamente. Was heißt das? Zwei verschiedene Pesos. Mit dem nationalen Peso. Was heißt? Was heißt denn das? Doch viele Artikel gab es nur mit der zweiten. Ja, okay, danach muss ich wahrscheinlich meinem Vater helfen. Jetzt nur noch eine Währung, das soll es ausländischen Investoren. Das heißt, durch Corona kommen viel weniger Touristen. Die Wirtschaft ist ja, muss ich. Habe ich gerade den Mixer, ich habe gerade den Mixer abgebaut. Außer vielleicht auf wenigstens ein bisschen Stabilität. Die Menschen in Kuba sind an Armut gewöhnt, oft wohnen Dutzende auf einem Raum zusammen. Dass mit einer Währungsreform plötzlich alles besser wird, glaubst du? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss dann auch oft, weil, Mal schauen, wie sich jetzt alles entwickelt mit diesem mysteriösen Geld. Ob wir noch genug zu essen haben werden. Jo. Die Zukunft vieler Kubaner hängt an einem seidenen Faden. Janis Lacys Martinez verkauft selbstgemachte Puppen und findet es ungerecht, dass Angestellte und Rentner der Währungsreform 500% mehr bekommen, sie als Kleinunternehmerin aber nicht. Für mich ist das natürlich erstmal ein Nachteil. Hoffentlich kommen wenigstens die Kunden danach wieder hierher. Die Menschen in Kuba, sie strampeln weiter ums Überleben. Reifern, muss ich dir helfen? Der amerikanische Präsident wenigstens das Wirtschaftsembargo lockert. Hallo? Und so dem Land ein Stück aus der Krise hilft. Jetzt bist du dann, Norbert. Neujahrsspringen in deinem Plattenkasten. Ja, kein Traumstart ins neue Jahr für die deutschen Adler. Markus Eisenbichler, 7. Karl Geiger, 5. Er verliert knapp die Führung in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Überragend heute die Polen, allen voran David Kubacki. Der polnische Gesamtsieger der letzten Tournee, geherzt von seinen Teamkollegen. David Kubacki ist heute beim Neujahrsspringen nicht zu bezwingen. 139 und 144 Meter, Schanzenrekord. Karl Geiger, der Sieger von Oberstdorf, hat heute im ersten Durchgang mit schwierigen Verhältnissen zu kämpfen, arbeitet sich im zweiten aber noch auf Platz 5 vor. In der Gesamtwertung liegt er aussichtsreich auf Rang 2. Gott sei Dank, guter Zweiter. Der war wirklich gut und da bin ich sehr froh, dass mir der noch gelungen ist. Ebenfalls überzeugend auf der Olympiaschanze Markus Eisenbichler, der heute 7. wird und in der Gesamtwertung auf Platz 5 liegt. Tageszweiter wird der Norweger Halvor Egner Granerud vor einem weiteren Polen, Piotr Jüler. Granerud führt die Tourneewertung vor dem Springen in Innsbruck vor Karl Geiger an. Fußball-Bundesliga nach kurzer Feiertagspause, ab morgen der 14. Spieltag. Ja, und da steht Schalke im Fokus mit dem neuen Trainer Christian Groß. Der bereits 4. Coach der Königsblauen in dieser Saison soll beim Tabellenletzten für die Wende sorgen. Nur 5 Trainingseinheiten blieben Groß, um seine Mannschaft auf das Spiel bei Hertha BSC einzustellen. Jeder Einzelne muss fähig sein, wirklich 100% aufzurufen. Keine Option, Leihspieler Kolasinac vom FC Arsenal, der Rückkehrer, bereits von 2011 bis 2017 für Königsblau aktiv, noch nicht spielberechtigt. Zurück im Kader hingegen gut nach seiner Kopfverletzung. Mit ihm soll die Sieglosserie von 29 Spielen enden. Bei der Hertha sind es deren 3, zuletzt ein 1:4 in Freiburg. Labbadias Team mit Platz 14 ebenfalls hinter den Erwartungen. Nun auch noch Kapitän Boyata verletzt. Ich erwarte, dass es natürlich ein heiß umkämpftes Spiel wird, weil Schalke natürlich auch muss, genauso wie wir. 2 angezählte Mannschaften, die früh im neuen Jahr stark gefordert sind. Das Abendspiel hat er gegen Schalke bei uns ausführlich im aktuellen Sportstudio morgen ab 23 Uhr. Vielen Dank. Gerne. Das Wetter macht mich wirklich Freude.
Morgen bleibt es meist neblig, trüb, nur vereinzelt zeigt sich die Sonne. An den Küsten am Vormittag noch letzter Schnee und Regen. Höchstwerte minus 1 bis plus 4 Grad. Spektakuläre Blicke auf das Wrack der Titanic versprechen die Kollegen von Terra X jetzt gleich nach uns. Wir wünschen Ihnen noch einen entspannten Neujahrsabend und danken für Ihr Interesse. Bis morgen, meine Lieben. Tschüss. Eine Reise ans Ende Britanniens. Ich bin wirklich stolz darauf, schottisch zu sein. Ich habe den Eindruck, dass die Engländer eher Inselbewohner sind und wir Schotten uns mehr für die Außenwelt interessieren. Ganz schön schottisch, ganz schön eigen. Montag, 19.25 Uhr im ZDF. Schiff seiner Zeit. Ihr Untergang wurde zum Mythos. Jahrzehntelang lag das Wrack unerreichbar in den Tiefen des Nordatlantiks. Seine Entdeckung und Erforschung wurden zum heiligen Gral für Abenteurer und Tiefseeforscher. Stahlfressende Bakterien zersetzen die Reste des Ozeanriesen. Dem Wrack seine Geheimnisse zu entlocken, wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Die Titanic kurz vor ihrer Jungfernfahrt nach New York. Yeah! Die Meereskunst hat ein unterdimensionales Meisterwerk geschaffen. Der Ozeanriese ist damals das größte und kraftvollste Schiff der Welt. 1316 Passagiere sind an Bord. 885 Besatzungsmitglieder sollen sich um einen reibungslosen Ablauf kümmern. Die Reederei White Star möchte neue Maßstäbe im Reisekomfort und Geschwindigkeit setzen. Doch das Schiff erreicht nie die Docks von Manhattan. Seit mehr als 100 Jahren liegt das Wrack der Titanic vor der Küste Kanadas. Rund 3800 Meter unter dem Meeresspiegel, in der eiskalten Tiefe des Nordatlantiks. Einer, der sich schon lange für die Geheimnisse der Titanic interessiert, ist James Cameron, Hollywood-Legende und begeisterter Tiefseeforscher. Ich möchte beginnen mit Stahl im Meerwasser. Rostet. Eine große Neuigkeit für die Welt. Die Titanic verschwindet. Der kanadische Regisseur dreht einen Kinofilm über das Schiffsunglück und hält den Mythos am Leben. Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. In seinem Studio in Los Angeles stehen detailgetreue Modelle von der Titanic und ihrem Wrack. Ich war völlig fasziniert und geradezu magisch angezogen von dieser Idee, herauszufinden, welches große Geheimnis sich in den dunklen Tiefen verbirgt. James Cameron ist kein Aufwand zu groß, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass ich den Kinofilm gemacht habe, weil ich zum Wrack der Titanic tauchen wollte. Also habe ich diesen Film gedreht. Und alles hat prima funktioniert, sodass ich mir leisten konnte, noch weiter zu tauchen. Also warum nicht?
Viele Male taucht James Cameron in speziellen U-Booten in die Tiefsee. Er treibt die Entwicklung mariner Filmtechnologie voran und wird selbst zum erfahrenen Ozeanografen. Seine Leidenschaft für die Unterwasserwelt entdeckt er früh. Dieses Foto entstand, als ich 14 Jahre alt war. Vom Lebensraum unter Wasser war ich fasziniert. Im Royal Ontario Museum hatte ich eine Unterwasserstation gesehen. Ich habe sie gezeichnet und entschied, selber eine zu bauen. Ich steckte mein Haustier, eine Maus, hinein und ließ sie an einem Seil zum Grund des nächsten Flusses herunter. Das waren etwa 6 Meter. Und der Maus ging's gut, sie hat's überlebt. James Cameron selbst wagt wesentlich mehr. Als erster Mensch taucht er alleine in einem Spezial-U-Boot zum Grund des Marianengrabens. Mit knapp 11 Kilometer unter dem Meeresspiegel, der tiefste Punkt der Weltmeere. Wird schon seit einer Stunde geht's raus. Etliche Male das Wrack der Titanic. Das Wrack begann sich in den Sekunden zu verändern, als es am Boden aufschlug. Mikroorganismen und verschiedene Tiere besiegten es und fanden neuen Lebensraum. Tatsächlich gibt es jetzt eine Menge Leben auf der Titanic. Es ist ein natürlicher Prozess. Die Mikroorganismen da unten lieben Stahl und Eisen. Die Katastrophe ereignet sich in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912. Eisberg direkt voraus! Und beginnt zu sinken. Der Luxusliner hat nicht nur Rettungsboote für alle Menschen an Bord. Mit einem letzten Funkspruch bittet die Titanic um Hilfe und gibt ihre Position durch. Tatsächlich empfängt ein Schiff ihren Notruf, doch es ist zu weit entfernt. Ich komme, Doppe! So, Ralf, wie lang dauert's noch? Rund 1500 Menschen kommen bei der Katastrophe ums Leben. Die Natur durch technische Errungenschaften beherrschen zu können. Ich bin gleich da. Sinkt auf beschädigt den Rumpf unterhalb der Wasserlinie. Das große Loch im Bug stammt nicht von der Kollision, sondern vom Aufprall auf den Meeresboden. Zum Zeitpunkt des Untergangs ist der Luxusliner brandneu. Seit über 100 Jahren liegt er in der Tiefsee, wo Salzwasser und Mikroorganismen ihre Spuren hinterlassen. Wie hat sich das Wrack im Laufe der Zeit verändert? Diese Frage beschäftigt mehrere wissenschaftliche Einrichtungen. Unter anderem ein kanadisches Labor, für das die Mikrobiologin Laurie Johnston das Leben auf Wrackteilen untersucht. Man erinnert sich immer an seinen ersten Tauchgang zur Titanic. Bei mir war es im Jahr 2000 und wir steuerten direkt vor den Bug. Ich habe hochgeschaut und nur gedacht, oh mein Gott, sie ist riesig. Huge. Nur wenige Wissenschaftler haben das Privileg, das Wrack der Titanic mit eigenen Augen zu sehen und vor Ort Proben zu sammeln. Während ihrer jahrelangen Forschung hat Laurie Johnston ihre eigene Sichtweise auf das Unglück entwickelt. Die Titanic wird immer ein Ort der Erinnerung und Ehrfurcht sein. Sie wird als heiliger Ort angesehen. Ich neige jedoch dazu, auf das Leben zu betrachten, das sie erschaffen hat. Und auf der Titanic gibt es heute mehr Leben als früher. Es ist nur kein menschliches Leben,
sondern es sind Mikroorganismen. Zum Zeitpunkt der Katastrophe gibt es noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, ob in der Tiefsee Leben existiert. Heute ist längst bekannt, dass der Meeresboden dort von verschiedensten Organismen bevölkert ist. Unter anderem von Bakterien. Zudem zieht das sinkende Schiff unzählige Bakterien mit in die Tiefe, die zunächst aufsteigen und dann auf die Unglücksstelle hinabsinken. Inwieweit dies das Milieu am Meeresboden beeinflusst hat, ist unklar. Tatsache jedoch ist, dass Mikroorganismen das Wrack zersetzen. Während des Untergangs wurden die Kühlaggregate zerstört. Außerdem muss der Aufprall am Meeresgrund heftig gewesen sein. Das Metall wurde stark verformt. Dadurch sind Risse im Stahl entstanden, in die Mikroorganismen eingedrungen sind. So konnten Bakterien damit beginnen, das Wrack anzugreifen und abzubauen. Während des Unglücks zerbricht der Rumpf in zwei Teile. Fahren runter, machen! Dieser Treiber da. Hallo! Mach Mixer an! Hallo, mach Mixer an! Funktioniert's? Guck mal, ich hab dir hier was reingelegt. In den Mixer. Die schwersten Teile, wie die Kessel, sinken direkt auf den Meeresboden. Während tausende anderer Objekte über eine große. Habt ihr was in den Mixer reingelegt? Der einstige Stolz der White Star Hallo? Ist verloren. Nach nur 5 Tagen auf See. Entsprechend ja. Ist das Entsetzen. Nur habt ihr was in den Mixer reingelegt? Gerettet worden. Die Hoffnung, nimm das Geschenk an. Lebende werden zu können, schwindet schnell. Wer genau die Titanic gesunken ist, lässt sich nur ungefähr eingrenzen. Laut einer Pressemitteilung vom 16. April 1912 wird das Schiff in der Nähe von Nova Scotia und Neufundland vermutet. Ein riesiges Gebiet, in dem das Meer 2 Meilen tief sein soll. Warum? Ich glaube, in den ersten Aber was ist das? Was ist das da dran für ein kleines, hässliches Vieh? Doch das Meer in dem Gebiet ist nicht ein paar hundert. Darf ich auch so einer haben? Und zu dieser Zeit konnte kein Geldbetrag auf der Welt es ermöglichen, in solche Tiefen vorzudringen. Das Wrack war in eine andere Welt eingetreten und blieb unerreichbar. So wurde es zum Mythos. Der Mythos. Wer mixt nicht mehr? Doch die Zeiten haben sich geändert. Florida arbeitet ein Warum? Mach doch dran. Daran, dem Wrack mit ganzer Technik noch mehr Geheimnisse zu entlocken. Gemeinsam haben sie das Tauchboot Limiting Factor entwickelt, das zu den tiefsten Stellen der Weltmeere gelangen kann. Ja, und? Patrick LaHaye ist erfahrener U-Boot-Konstrukteur. Er gehört zum exklusiven Kreis derer, die schon einmal zur Titanic getaucht sind. Im Jahr 2019 ist sein Traum wahr geworden. Wir haben 5 Tauchgänge zur Titanic gemacht und ich hatte das Privileg, bei 3 davon dabei zu sein. Es ist Wie viel Kohle frisst die Blaze? Mit eigenen Augen zu sehen und selbst zu erleben. Es ist emotional, kraftvoll und unvergesslich. Der Franzose Paul-Henri Najolet ist ein Veteran der Tiefseeforschung. Bereits an 7 Expeditionen zur Titanic teilgenommen. Den Konstrukteur Patrick LaHaye hat er beraten und begleitet. Ist schon fertig gemixt. Jedes Mal, wenn ich zur Titanic zurück. Ist es schon fertig gemixt? Darauf etwas Neues zu lernen und zu entdecken. Für Wissenschaftler ist es sehr interessant zu sehen, wie schnell der Verfall des Wracks voranschreitet. Seit dem Untergang der Titanic 1912 hat sich der Zustand des Wracks stetig verändert. Die frisch gestrichenen Oberflächen sind im Laufe der Zeit von mehreren Schichten aus Sedimenten bedeckt worden. Das sieht hässlich aus. Auf der Steuerbordseite, wo die Strömung den Rumpf poliert, ist die Farbe allmählich verschwunden. Was mixt ihr da so lange?
beginnt zu osten. Was hast du da in der Hand? Nix. Dort. Bis Forscher all das dokumentieren können, sind Jahrzehnte vergangen. Neue Techniken und bessere Werkstoffe ermöglichen ich hab nur das. Immer leistungsfähigeren Tauchbooten. Frühe Konstrukteure experimentieren mit verschiedenen Hab ich nicht. Doch bald stellt sich die Kugel als das beste Grundprinzip heraus. In den 1930er Jahren entwickeln die beiden Amerikaner William Beebe und Otis Barton eine Tauchkugel, mit der sie nach mehreren Versuchen fast 1000 Meter tief tauchen. Ja, ne? An dem grundlegenden Bauprinzip hat sich bis heute nichts geändert. Der Grund, warum wir eine Kugel verwenden, ist, dass sie eine gleichmäßige Verteilung der Kräfte auf das Fahrzeug ermöglicht. Die Wand des Druckkörpers von unserem Tauchboot Limiting Factor ist 90 mm dick. Es ist eine perfekte Kugel. Hör doch! Ja, Pech! Entspannst du mich jetzt, oder ne? All dies soll sicherstellen, dass es nicht nur absolut kugelförmig ist, sondern Hallo? Es auch keinerlei Unterschiede in den Materialeigenschaften des Rumpfes gibt. Diese Homogenität der Kugel ist enorm wichtig, um sicherzustellen, dass die Kräfte, die an jedem Punkt auf sie einwirken, gleich sind. Mitte der 1960er Jahre wird der Stahl, aus dem die Pioniere William Beebe und Otis Hallo? Ihre Tauchkugel herstellen, durch Titan ersetzt. Hallo. Dieses Metall ist ebenso wieder. Sag mal was, ich höre dich nicht mehr. Im Inneren des Hallo? Befindet sich die Titankugel. Sie schützt den Piloten. Jetzt geht's wieder. Warum kommen da Koppernuggets? In der Tiefe von 3800 Metern. Ist das das falsche Rezept? Beträgt dieser Druck 3 Tonnen pro 10 Quadratzentimeter. In den frühen 1980er Jahren verfügen Frankreich. Nein, es kommen Brass Ingots. Die fortschrittlichste Unterwassertechnologie. Die beiden Länder arbeiten regelmäßig zusammen. Gemeinsam starten sie eine Expedition namens White Star, benannt nach der White Star Reederei. Ihr Ziel, die Titanic zu finden. Diese ja, was denn? Internationale Expedition wird von dem Amerikaner Robert Ballard und dem Franzosen Jean-Louis Michel gemeinsam geleitet. Da muss die Presse weg. Der französische Ozeanograph hat damals ein hochmodernes Sonar namens SAR entwickelt. Wie dumm das einfach. 40 Tage dauert, um die Titanic zu finden. Mach Förderband. Enorme Ressourcen eingesetzt. Die Presse ist weg. Niemand zuvor hatte gewagt. Die Presse ist weg. Du hast das Förderband. SAR ist zur Untersuchung des Meeresbodens gedacht. Jean-Louis Michel optimiert es für die Erkenntnis. Du hast das Förderband. Von einem Schiff gezogen und kann den Meeresboden bis in einer Tiefe von fast 6 Kilometern erkunden. Es sendet Schallwellen aus, die vom Grund reflektiert werden. Und das Sonar misst ihre Intensität. Der Klang gar nichts. Des Echos doch, das da. Sandiger Boden erzeugt ein anderes Geräusch als ein Schiff. Zudem ist das metallische Echo lauter als das des Sonars. So, Ralf? Hallo? Das amerikanische Team verwendet eine andere Technologie, die nicht auf Schallwellen. Ja, dann mach noch auf! Beleuchtung und hochwertigen Videokameras ausgestattet. So. Live-Bilder aus der Tiefsee senden. Muss da noch auf. Tschüssi. Auf Trümmer der Titanic zu stoßen. Warte mal, ich glaube, ich habe gerade einen Bug gefunden. 3 Jahre lang sammeln Jean-Louis Michel und sein Team wie Detektive Berichte von Überlebenden, überprüfen Akten von Untersuchungen. Nee, doch nicht.
sowie die Logbücher von Schiffen in der Nähe. Auch dann wird sie groß und stark. Also haben wir die Daten der Schiffe ausgewertet, die in der Gegend waren. Zuletzt natürlich die der Titanic selbst. Kann ich auch ein bisschen Blaze-Futter haben? Die zur Unfallstelle unterwegs war, um die Schiffbrüchigen zu retten. Schließlich noch die. Ich will auch mal Blaze. Kann ich einmal die Blaze füttern dann? Jetzt. Ich habe also die registrierten Positionen. Geh weg. Von der Titanic, Carpathia. Werd groß und stark. Die Titanic kam aus Europa. Die sieht so hungrig aus. Dabei wird auch der Kurs. So, tschüss, sie, ne? So, jetzt folge ich dem Kurs mit. Ciao. Aber entscheidend für die zurückgelegte Strecke ist die Geschwindigkeit. Je nachdem, von welcher Geschwindigkeit man ausgeht, bekommt man verschiedene Punkte. Hier sind es 21 Knoten. Hier 22 Knoten. 22,5 Knoten. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich. Die Carpathia traf schließlich 2 Stunden nach dem Schiffbruch ein und rettete die Überlebenden.